Die Gegenüberstellung war vorbei. Mona war wieder in ihrer Zelle. Die Zellen waren unten. Gut, das heißt für uns, dass wir erstmal hier ein bisschen rumlaufen. Niemand da. Okay, da gehen wir später hin. Erstmal ein bisschen rumgucken hier. Bei Marsch und spielt diese Videospiele. Wissen Sie, Dick Justice und so ein Kram. Geht nicht arbeiten, will nicht auf mich hören. Ist leider kein Verbrechen, ein Loser zu sein. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Ich bin's also echt leid. Nehme den Fernseher und werfe ihn aus dem Fenster. War ja meiner. Ich kann damit machen, was ich will, oder? Solange niemand verletzt wird. Hab ich ihm auch gesagt. Er ist eigentlich mein Ex. Aber jetzt droht der Psycho, mich umzubringen. Das ist doch ein Verbrechen, oder? Er hat verdammt lang diese Spiele gespielt. Er ist ein ziemlich guter Schütze. In den Nachrichten sagen sie, der Controller ist wie eine Waffe. Sie müssen mir helfen. Ich habe Angst um mein Leben. Okay, wir setzen sich einen Moment hin, wir notieren Ihren Namen und Adresse und sehen, was wir tun können. Okay. Killerspiele! Ich würde sowas niemals spielen. Diese elenden Killerspiele machen nur aggressiv und verherrlichen Gewalt gegen Möbelstücke. Na, Püppchen? Wieso ist es hier drin so heiß? Es ist Herbst und draußen regnet es. Hat dir da jemand die Klimaanlage geschrottet? Liegt an mir. Und das mit der Klimaanlage, ich... Na, Zucker? Hätte keine Angst, nach Hause zu gehen, wenn du dort wärst. Ich kann dir meine Nummer geben, falls du mal mitten in der Nacht jemanden beschützen musst. Ja, dann gib mal rüber. Hey, ja, oder auch nicht. Huch. Verdammt nochmal! Kann man nicht mal 5 Minuten seine Ruhe haben? Ich hab hier noch zu tun. Entschuldigung, das weiß ich doch nicht, Mann. So, kann ich jetzt auch mal? Vielen Dank. So. Naja, hier wird's sonst, glaube ich, nicht spannender. Hier kommen wir. Ich wollte einfach nur fort von hier. In die Nacht verschwinden. Ich konnte es nicht. Gut. Melodramatisch bleiben wir also hier. 10-4. Wiederhole. Können Sie das bestätigen? Okay, bleiben Sie dran. Fahren Sie fort. Negativ. Können Sie die Adresse bestätigen? Ja. Tut mir leid, Detective, keine Zeit. Ich muss hier rangehen. 10-4. Wiederhole. Können Sie das bestätigen? Okay, bleiben Sie dran. Wird nicht spannender hier unten. Huch, wo kommen wir denn hier hin? Ach Mensch, hier hin. Naja gut, wir kommen wieder ein noch aus. Dann gehen wir mal hier hinten die Treppe runter. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Wie soll man sich deinen Namen merken, wenn du nicht mal selbst schreiben kannst, Bruce Hart? Alles eine Frage des Basic Positioning. Mit dem Namen fängt's an. Ist doch alles egal. Wenn ich den Fall knacke, Miller, werden sich ihn alle merken. Als würdest du den jemals lösen können. Alles zu seiner Zeit, du wirst schon sehen. Es ist der Sinn des Gesetzes, nicht der Buchstabe. Ich werde dich so lange aufziehen, bis du das schaffst. Du hast schon eine Schlange in mein Bett gelegt. Was denn jetzt noch? Ja, das war ja jetzt richtig spannend. Ich glaube, hier können wir aber nicht viel bewirken, oder? Nee, hier gibt's gar nichts. Lalalala. Mist. Da geht's auch nicht weiter, unten geht's auch nicht weiter. Also, ich stelle fest, hier gibt es überhaupt nichts und wir laufen einfach mal wieder zurück nach dieser kleinen Sondertour durchs Polizeigebäude. Ach, hier ist eine Abkürzung, wie es aussieht. Naja, oder auch nicht. So, wo müssen wir lang? Was? Was? Hast du gerade was gesagt? Oh, meine Mütze. Ich kann auch nichts nehmen hier.
Möchten Sie in die Arrestzelle? Drücken Sie den Summer an der Tür. Petersburg wird Ihnen öffnen. Alles klar, vielen Dank. Kann ich hier noch irgendwas? Kann ich nicht. Na gut. Hey, mach mal auf! Payne hier. Ich brauche eine Aussage von einer Ihrer Insassen. Mona 6. Die letzte Zelle auf der linken Seite. Mona 6, hä? Glückspilz. Die würde ich auch gern mal etwas ausquetschen. Ja, ein echter Hingucker. Hat sie jemanden umgebracht? Passen Sie besser auf, Payne. Nur so ein Gefühl. Danke, Mann. Nicht schon wieder, oh nein! Wir sind gerade erst den Gestank vom letzten Mal los. Petersburg, sehe ich für dich aus wie eine Putzfrau? Du machst dich gut, atme durch den Mund. Tut mir leid, ich kann nicht dazu, sind die Visionen in meinem Kopf sind so hässlich. Ich muss sie rauslassen, die sehen genauso aus wie ihr werdet sterben, wisst ihr? Es ist sonnenklar, man sieht es deutlich, alle sterben. Ich wische diesen Penner schon die ganze Nacht hinterher. Sieht übel aus. Ja, ja, und es riecht noch schlimmer. Ihr werdet alle sterben. Ich hoffe. Ich finde den Synchronsprecher von den Pennern finde ich super. Der hat's richtig drauf. Ach, hat er wirklich aufgewischt. Ich dachte, der hängt da jetzt die ganze Zeit noch rum. Na gut, speichern wir mal ab. Ach nee, hier ist ja 5. Mona. Max, Sie müssen mich hier rausholen. Sie wissen, dass ich das nicht kann. Wenn ich bleibe, sterbe ich. Ist das nicht etwas melodramatisch? Hinter Gittern bin ich leichte Beute. Sicherer könnten Sie gar nicht sein. Kommen Sie, Max. Jeder dieser Cops könnte vom inneren Kreis bezahlt werden. Sie sollten das wissen. Was soll das heißen? Sie kennen Alfred Roden. Sie wollen antworten? Rufen Sie ihn an. Er kann alles bestätigen, was ich gesagt habe. Okay, das werde ich tun. Ich wollte nichts mit Roden zu tun haben. Ich hätte ihn sofort anrufen sollen, als der innere Kreis erwähnt wurde. Wie die Lady sagt, wir werden alle sterben. Kotze ist nicht schön, aber sie lügt nie. Mir wär's lieber, wenn wir jede Nacht Hannibal Lecter in Verwahrung hätten. Solange der seinen Mageninhalt bei sich behalten würde. So, hab das jetzt, dann speichere ich. Anlage ist wieder außer Betrieb. Den Gestank werden wir nie los. Ich speichere nochmal ab. Kann ich Ihr Telefon benutzen? Durch die Tür hinter Ihnen, da ist eins. Nehmen Sie das. Danke, Mann. Ich muss telefonieren. Nehmen Sie das Telefon. Werfen wir noch ein paar Körbe? Dich zock ich. Gut, dann ab dafür. Dies ist der Anrufbeantworter von Senator Alfred Woden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Woden, Max Payne, wir müssen reden. Wenn Sie mich fragen, sind Sie mir das schuldig. Gut. Mein Gott! Eine Bombe, das war eine Bombe! Nach oben, sofort! Oh Gott! Nach oben, sofort! Etwas lag in der Luft. Monas Worte, dass sie leichte Beute sei, halten in meinem Kopf. Die Bombe war offenbar ein Ablenkungsmanöver. Schnell bleiben, fallen lassen! Ah! Bewaffnete Eindringlinge! Im Zellenbereich! Erledigt ihn! Sucht die Schlampe! Sucht sie und tötet sie! NYPD, Waffen fallen lassen! Ah! Mona hatte recht. Ich musste ihr helfen. Ohne Waffe kam ich nicht an den Cleanern vorbei. Na super. Ich sehe da schon die nächste Waffe und... Verdammt! Wer hatte mich denn vorher schon erschossen, bevor die Tür, angeschossen, bevor die Tür aufging? Da habe ich mir auch schon eine Kugel eingefangen. Ach, verdammt, Mann. Ich hab's gesehen! Sie sind alle tot! Verdammt. Gleich alles in die Luft!
Ich lag blutend am Boden. Mir blieb nichts übrig, außer F9 zu drücken. Hilfe! Ist da wer? Officer getroffen! Verdammte Scheiße. Ich weiß, dass du hier bist. Wichser! Petersburg. Also nochmal. Oh. Verdammt! Ich wollte eigentlich speichern gerade, aber naja. So, jetzt nochmal speichern und dann gleich in den Van rein. Eisendreck. Da brechen die einfach ins Polizeihauptquartier ein? Das kann doch gar nicht sein. Wie kann man denn so selten dämlich sein? Oder so übermütig? Oder so mächtig? Okay, wenn die von da kamen, muss ja oben offen sein. Hier zu bleiben, eingesperrt hinter einem Tresen, hätte nichts gebracht. Mona war in die Nacht verschwunden. Ohne sie kam ich nicht weiter. Ich wusste, wo ich sie finden konnte. Keine Angst, Vlad ist hier. Die Welt wurde zu klein für Behaglichkeit. Zu viele Zufälle. Bang, Sie sind tot, Max Payne. Ein Captain Baseball Bad Boy Kostüm mit riesigem Kopf lag auf dem Rücksitz. Rüsten Sie sich für Halloween? Max, teurer Freund. Das ist mein trojanisches Pferd in dem Krieg, den Vini Cogniti begonnen hat. Apropos, gibt's was Neues? Seien Sie so nett, setzen Sie mich in Coney Island ab. Sagt Ihnen der innere Kreis was? Die sind alles andere als mystisch, auch wenn Sie das selbst gerne sehen. Auch nur eine Stufe über dem organisierten Verbrechen. Ich weiß, was Sie meinen. Cogniti hat einen Deal mit denen. Was ist mit Monas Ex? Ich kenne sie. Ihren Ruf als Auftragsmörderin. Hab gehört, sie ist eine heiße Braut. Ich würde sie ficken. In diesem Augenblick hasste ich Vlad. Max, ich brauche Ihren Rat als Freund. Ja. Angenommen, die einzige Wahl, die man hat, ist genau das Falsche zu tun. Dann ist es nicht unbedingt falsch. Mehr sowas wie Schicksal. Man muss tun, was man tun muss. So leicht ist es nie. Wir stimmen überein, nicht überein zu stimmen.